Herzlich willkommen zurück zu Portal Knights. Ja, ich bin jetzt mal eben fix zu unserer Hauptinsel geflogen und wollte mal ein bisschen jetzt hier mein Gebiet oder beziehungsweise mein Standort festlegen hier. Und schauen, was wir uns mal craften können so langsam. Wow. Du Sackgesicht, ey. Weil das andere Portal habe ich ja da in der neuen Insel noch nicht gefunden. Aber ich würde gerne, dass ich Kohle kriege. Jetzt muss es ja auf jeden Fall gehen. Also man braucht ja Eisenbahn anscheinend ja auch. Eine Feuerstelle oder sowas, das haben wir glaube ich auch noch. Bei Kohle haben wir eine Zutat, aber die müssen wir irgendwo herkriegen. Dann haben wir noch die Axt, die haben Pilz, Verbrauchsgut. Der Kupferplattenblock. Heftig. Achso. Aber nicht. Aber die können wir uns machen. Plopp. Jetzt würde ich immer noch gern wissen, wie man Holzkohle herstellt. Das Zeug kommt erstmal weg. Erstmal ein bisschen mehr Licht in der Hütte ist. Licht rein. Ah, guck mal. Handeln. Schwenker Minibomben verkaufen. Du könntest meine. Sind sie nur aus meiner Axt? Sind sie meine Hacke? Die können das auf jeden Fall haben hier. Kaufen. Kaufen, die brauche ich nicht. Plaudern. Super. Da haben wir seine Hütte sozusagen eingenommen. Aber das macht glaube ich nichts. Da steht da drüber. Ja, hier sind die Tränke. Feuerball toben, bla bla bla. Auch nicht. Wir könnten das erstellen. Bohrt Erdeffektive ab? Ne, das wollen wir ja nicht. Eine Hake. Pflückt Erdboden um, um sie fruchtbaren Erdbeeren zu verwandeln. Pflanzt auf. Ah, okay. Das wäre mal gar nicht so schlecht. Das nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Lagertruhe, manuelles Herstellen. Ne. Einfach von dekorativen Schinden, bla bla bla. Ne. Schutzwall brauchen wir auch nicht. Zu erscheinen. Wer Schmelzofen. Eine Truhe, ein Amboss. Also hier wird dann vielleicht ein Bogen sein oder so ein Scheiß. Ich könnte es eigentlich herstellen. Komm. Portalsteine. Was mich jetzt aber interessiert, ich will Schmelzofen. Kohle herstellen. Wie bekomme ich Holzkohle? Das ist die alles entscheidende Frage, Holzkohle. Ja, die Fackeln brauchen wir. Was wir damit machen? Gucken wir mal. Ach, guck mal hier, wir können hier Wurfmesser und Holzschleuder und sowas alles bauen. Also für uns uninteressant. Wasserbombe, okay. Feuerstelle können wir upgraden. Das ist eigentlich sozusagen. Und das, es gibt nur einen zweiten Weg. Okay. Den würde ich natürlich auch gerne erforschen. Jetzt habe ich doch hier so eine Spitzhacke gebaut oder so eine Axt, eine Hake da. Wie mache ich das denn? Kann man denn hier dann eine Fackel aufstellen?
1, 2, 3. 1, 2, 3. Baumwurz, Let's Go, stimmt immer. Baumwurzelzinger, diese Büsche haben wir. Hier sind nur Weizen und Kaktus. Das weiß ich noch nicht, ob ich das brauche. Da muss ich mich mal durchwurschteln. Aber erstmal. Kann man das abbauen? Ne, kann man nicht. Also muss ich es abbauen. Und jetzt hatte ich auch noch Möhren-Setzlinge. Das heißt abbauen hier. Okay, das gibt Weizen. Brauchen wir denn noch ein Weizenfeld? Weiß es gar nicht. Jetzt machen wir auf jeden Fall noch ein Weizenfeld hin. Zack. Nö. Weizen des. Und ich habe doch irgendwo Kürbisse gehabt, genau. Hier hat man so einen Busch. So einen Weizen. Ne, Kürbisse nicht. Kürbissetzlinge. Da. Drei Stück. Weizensetzlinge. Wenn ich jetzt so bleibe. Nee. Nee. Tränke, Tränke, Tränke. Blablabla. Da muss ich hier nachgucken. Okay. Aber erstmal wieder so ein Setzling hier in den Ballern. Bumm. Jetzt habe ich immer das wächst schneller. Ich weiß ja nicht, wann das. Gut, ich weiß ja mittlerweile, wie es aussieht. Wann es denn reif ist. Aber ich will immer noch wissen, wie man Holzkohle macht. Weil hier wäre Werkbank für Leinstoff. Okay. Ah, veredelter. Okay, einen herstellen. Das wäre die für. Okay. Dann hätten wir schon hier halt Feuerelementschaden aus. Stark gegen Erde. Stark gegen Elektro. Oder bräuchten wir die Erde? Da brauchen wir diese Schuppen. Kupferstab der Natur, der wird natürlich ein bisschen mehr Schaden machen. Da brauche ich mal zwei Smaragd-Dinge, die hier. Eins, zwei. Ach, da kann ich nur einfach mal, okay. Da bräuchte man Leinstaub und grüner Staub. Okay, das müsste ich ja farmen, das ganze Zeug. Schießen vorüber, das wäre ganz gut gegen später. Trank der Leere. Die Charakter, wir gestern alle bereits in Attribut, okay. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Jetzt ist langsam die Frage Holzkohle. Weil das brauche ich ja definitiv nicht. Ne, 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 ne. Strohblock, Plattenblock, nein. Wie bekomme ich Holzkohle? Das ist gerade so ein bisschen die Frage. Wie kommen wir da dran? Die tue ich erstmal hier rein. Zack, zack, zack. Ach, ein Blob. Das ist auch schon wieder so zugemüllt. Kann ich wohl mit dem ganzen Quatsch.
Ärgerlich. Schiefersteine ist klar, das ist klar, das ist klar. Aber Holzkohle. Und zack, ist er verschwunden. Ärgert mich so ein bisschen gerade. Dass ich nicht weiß, wie ich an Holzkohle komme. Oder ist das Holz? Ah, okay, gefunden. Holzkohle ist auch ein Block. Dass das da natürlich effektiv ging, ist, brauchen wir uns gar nicht ausdenken. Da hat Unterlandpunkte, Mana-Schild, Nahkampfangriffe sind drin. Nahkampfangreifer, ne. Genau. Nehmen wir das. Gucken, was er daraus jetzt macht. Auf jeden Fall braucht er die Mana. Davon ausgeschlossen. Aber Holz. Ah. Holzkohle. Dreh dich duselig. Jetzt weiß ich, wie ich euch nämlich töten kann. Tschüss. Ah, das ist doch geil. Jetzt weiß ich, wie ich Holzkohle auch kriege hier. Klopp. Mehr Holzkohle? Anscheinend erstmal nicht. Gut. Dann können wir nämlich auch Kupferbarren mit 1, 2, 3. Mehr habe ich nicht. Vorerst nicht. Jetzt kann ich natürlich ganz beruhigt farmen gehen. Natürlich für euch ein bisschen das Schlimmste, was ich erleben kann, ja? Farmen gehen. Aber normal, das muss natürlich auch sein. Dunkler Tandetzling. Das sind solche Dinger, die ich schon wieder nicht brauche. Da. Okay, den kann ich natürlich setzen, ist klar. Aber ihr Weizen und den da. Brauche ich doch nicht. Gibt's denn hier unten? Hallo. Bam, 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 bam. Ab. Waren wir hier schon drin? Kommt mir so bekannt vor. Oh, hier waren wir schon. Tschüss. Ah, eine auf zu krälen. Tschüss, habe ich gesagt. Ist uninteressant für mich geworden dann. Ich könnte mal eine Fackel da hinsetzen, dann weiß ich ja schon, dass ich hier drin war. So. Zack. Da war ich schon. Also ja gut, das war auch nebenan direkt. Alles klar. Stelle ich diese Frage nicht nochmal. Oh, ja. Können wir noch mehr herstellen? Ah, es wächst. Jetzt mal eine kleine Farming-Session sozusagen.
So, deswegen komme ich da nicht hoch. Zack. Gut. Da hinten könnten wir noch was sehen. Das ist ein komischer Block. Jetzt gedacht, ne? Oh. Dankeschön dafür. Und plupp. Wollen wir auch noch gucken, was da hinten schnell. Oh, Holzkohle. Ja, da werde ich nämlich gleich noch ein bisschen offline, mich so ein bisschen da reinwurschteln, ein bisschen Holzkohle fammeln, ein bisschen Kohle. Passt Markt dafür die anderen Sachen. Und dann werden wir uns bei der nächsten Runde, wenn da was kommt, da ist eine Ruine. Okay, tschüss. Also, dass das Ding stimmt. Aber das ist relativ uninteressantes. Der hätte war ich glaube ich nicht drin, ne? Plaudern. Dann nicht. Tschüss. Milikan, Milikan. Das eine ist Minikraft, Minikraft. Ah, hier ist eigentlich noch nichts so Interessantes, wo man sagen kann, man hat hier so eine Flachland und man kann sich ausbauen hier. Ah, vorne scheint es mal runter zu gehen. Hat er sich ausgeduselt, gibt es echt nur noch Feuer, 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 frei. Feuer frei! Bam. Ich kann auch noch gucken, was hier unten gibt. Das für Nummer 1. War ich noch nicht. Dann gehen wir hier noch schnell durch. Oh. Badadum, badadi, badadan, dandam, badadan, dadadan, dadadan. Okay, die leuchten wenigstens ein bisschen was aus. Ob der mal hinter sowas irgendwas eigentlich sein soll oder so. Hallo. Oh. Nee, du bist eh gleich tot, bist eh gleich tot, bist eh gleich tot. Dankeschön. Ja, das wird unsere letzte Tat für heute sein. Was für ein Glubschauge. Fackeln und kleiner Mana-Druck, okay. Damit bin ich einverstanden. Wo wir auch noch einverstanden sind, sind hier Blöcke. Craften. Au. Und dann ist eigentlich schon Zeit auf Wiedersehen zu sagen gleich. Wir gehen noch zurück. Das hält sich aber gut. Kann ich damit. Ah, das geht auch. Zauber. Ich muss ja immer ein paar mehr davon herstellen. Das macht aber absolut nichts. Steine haben wir, glaube ich, ganz viel genug. Das durch. Ja, noch so ein Turm. Ah, es kommt. Heute gibt es einfach mal eine längere Folge, würde ich sagen. Das widerspricht sich ja bei mir immer so. Aber mein Gott. Gehen wir uns hier mal ein bisschen diesen. Wieder rein. Den Turm, den gucken wir uns so an und dann. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie reinkomme. Doch, da. Ich
Tschüss. Hallo. Jemand da? Nee, aber eine Truhe. Oh, Kupferblöcke. Okay, also eigentlich was noch ganz okayes gefunden. Hier nehmen wir immer mit. Kann man immer gebrauchen. Alles klar. Dann würde ich sagen, von dieser Aussicht verabschieden wir uns. Beim nächsten Mal habe ich ein paar Smaragde-Dinger und ein paar Edelsteine und sowas ganz gesammelt, dass wir für unsere nächste Stufe, für den Magier, weiterkommen. Und würde sagen, ich bedanke mich bei euch wieder herzlichst. Danke fürs Zuschauen und bis dahin, euer Flash-Shooter. Ciao, ciao.